Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4 mit dem Underwater Frank. Wir wollen heute uns mal weiter um den Anfängerguide kümmern. Einmal um die Köderbeschaffung und einmal um die Angelfutterzubereitung. Jetzt sage ich euch nochmal kurz, was ihr dafür braucht. Also geht in den Werkzeugladen, am besten wirklich am langen Graben, weil ich bin jetzt zwar gerade an der alten Festung, muss ich mir jetzt hier auch nicht schon wieder Reisekosten ausgeben, weil ich habe mir jetzt schon das ganze Zubehör alles geholt. Am Werkzeugladen braucht ihr auf jeden Fall den Wasserkocher. Wie gesagt, am langen Graben ein bisschen billiger. Und die Schaufel braucht ihr auf jeden Fall. Und was ihr noch braucht, um am Lagerfeuer den Tee herzustellen, weil wir kümmern uns jetzt auch hauptsächlich auch um Tee, braucht ihr Lagerfeuer, da habe ich jetzt noch 9 Stück, und ihr braucht eine Packung Streichhölzer. Also ich habe hier völlig falsch gekauft, ich habe 500 gekauft, also eine Packung reicht hier vollkommen aus, da habt ihr 50 Streichhölzer. So, und dann geht's auch los. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Tee kochen. Dafür braucht ihr die Karte, die ich hier noch nicht habe. Gucken mal kurz, dass wir hier, also am besten ist wirklich, ihr kauft euch an jedem See die Karte, die braucht ihr auch nur einmal kaufen. Kaufen wir uns jetzt mal hier. So, und jetzt müssen wir hier hingehen, immer wo auf der Karte das Zeltsymbol ist, da ist quasi euer Lagerfeuer. So, da gehen wir jetzt mal hin. Also wenn ihr die Taste M drückt, seht ihr die Karte und mit dem Pfeil seht ihr, in welche Richtung ihr guckt. Also wir müssen jetzt hier aus der Festung raus, ne, und das könnt ihr halt auch am Spiegelsee nachgucken. Und am langen Graben, ne, dann seht ihr, wo das Lagerfeuer ist. Wir gehen jetzt hier einmal um die Festung rum. Und dann gehen wir jetzt zum Lagerfeuer. Das müsste hier so ein bisschen hinter sein. Können wir mal kurz gucken. Ja, hier geht so ein Weg lang. Genau, hier ist so ein Weg. Den folgen wir jetzt einfach. Ja, meist sind das auch immer so eine Wege, denn, die man dann folgen kann. So. Wie gesagt, da wir jetzt Lagerfeuer... Also hier sind die ganzen Utensilien, die könnt ihr später halt in der Kochkunst alles benutzen. Wir müssen jetzt hier zum Lagerfeuer. Mit Y entzünden wir das, weil wir halt das Holz und die Streichhölzer haben, sonst funktioniert das nicht. So, und hier könnt ihr euch auch aufwärmen. Also hier geht euer, das, die Sonne, also das Wohlbefinden, geht dann auch wieder mit hoch. Und wenn ihr hier jetzt Tee herstellt, das habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt, Tee, da müsst ihr nämlich im Lebensmittelgeschäft, das ist hier nämlich an der alten Festung am billigsten. Das habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt, aber das, ja, wie gesagt, Packung Tee, das ist, ich zeige es nachher nochmal, wenn wir zurückgehen. Den Wasserkocher habe ich euch ja gezeigt, den ihr gekauft habt. Und dann eine Packung Tee zeige ich euch nachher gleich nochmal. So, und dann einfach auf Anfertigen. So, und jetzt habt ihr 6-mal Thermosflasche mit Tee hergestellt. Da haben wir jetzt auch schon die Kochkunst gleich noch erhöht. Also ihr könnt jetzt 6-mal hieraus trinken. Wenn ihr jetzt T drückt, also T gedrückt halten die Taste, dann seht ihr hier euer Tee und euer Weißbrot und was ihr nicht alles noch an Lebensmittel habt. Und dann könnt ihr hier einmal raufdrücken. Meinetwegen, wir fangen jetzt mal hier hinten an. Ja, die sind alle jetzt unterschiedlich sortiert, weil die unterschiedliche Qualität haben. Fangen jetzt einmal mal hinten an. So, jetzt habt ihr einmal Tee getrunken, Energie ist jetzt oben. Jetzt könnt ihr hier zum Beispiel, wenn ihr jetzt U gedrückt haltet, dann könnt ihr hier... Hier ist mal, da kriege ich jetzt nicht rausgezogen, aber können wir hier rausziehen. Dann habt ihr hier die Schaufel und die zieht ihr hier mal auf die 4. Also hier oben habt ihr eure 3 Angelrouten, 1, 2, 3. Das sind die Routen, mit denen ihr angeln könnt. Ne? Und hier unten könnt ihr dann die Schaufel, die Schöpfkelle, später könnt ihr dann noch die Spotroute, die Wurfschleuder, das Boilyrohr oder die Markerroute drauflegen. Das sind alles Routen oder Equipment, mit denen ihr nicht angeln könnt. Jetzt drückt ihr auf die 4. Dann habt ihr hier die Schaufel, weil ich habe das ja jetzt hier auf die 4 gelegt. Und jetzt schaufeln wir einmal. Jetzt ist die Energie natürlich gleich fast komplett weg. Jetzt skillen wir hier gleichzeitig noch die Köderbeschaffung mit hoch. Ne, haben wir jetzt 8 Regenwürmer ausgebuddelt. Jetzt warten wir erstmal. Also wir brauchen jetzt erstmal noch keinen Tee trinken, weil Nahrungsbalken ist jetzt noch oben. Ne, der Nahrungsbalken kann ich euch mal zeigen. Der verbraucht sich jetzt. Die Energie lädt sich jetzt wieder auf. Das Wohlbefinden ist jetzt gut, weil es jetzt halt auch nicht regnet und so. Wir stehen jetzt auch am Lagerfeuer. Haben jetzt gerade Tee getrunken. Das Wohlbefinden oben. Kein schlechtes Wetter. Jetzt seht ihr hier, Nahrungsbalken geht jetzt langsam runter. Energiebalken geht hoch. Energiebalken ist halt wichtig zum Beispiel zum Drillen.
Ja, wenn ihr jetzt einen langen Drill habt, ne, und der Fisch ist müde und ihr kurbelt den langsam ran und ihr habt dann keine Energie mehr oder die ist im roten oder im gelben Bereich, dann solltet ihr hier immer zwischendurch im Drill fix hier einmal Tee trinken. Ne, jetzt ist das wieder voll, jetzt können wir wieder einmal buddeln. Jetzt haben wir wieder 5 Regenwürmer, haben wir jetzt 1,8%, 0,2 dazu bekommen. Jetzt warten wir wieder, weil Nahrungsbalken ist ja noch nicht unten, also haben wir noch ein bisschen Buffer, bis der sich wieder auflädt. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Tee herstellen, machen wir jetzt einfach. Also wenn ihr eine Packung Tee kauft, habt ihr immer 10 Portionen drin. Die verbrauchen sich jetzt natürlich nach und nach. Na, also jetzt weiter herstellen. Und somit skillt ihr das halt. Das ist jetzt Kochkunst. Ne? Das wäre jetzt halt Kochkunst. Das ist jetzt natürlich keine Köderbeschaffung und keine Futtermischung. So, machen wir weiter erstmal. Und damit könnt ihr auch erstmal eine ganze Weile überleben, sag ich mal. Wenn ihr ein paar Mal Tee hergestellt habt, das reicht auch erstmal für eine Weile. So, jetzt würden wir uns nochmal, wir gucken mal gerade, Köderbeschaffung. So, Köderbeschaffung haben wir hier. Und dann würden wir jetzt erstmal ein bisschen Brot herstellen. So, Brot zeige ich euch auch gleich nochmal, auch beim Lebensmittelmarkt kaufen. Stellen wir jetzt mal her. Und dann habt ihr zum Beispiel hier Weißbrot als Köder. Ne? Den könnt ihr jetzt als Köder benutzen. Jetzt haben wir hier 22 mal Weißbrot. Einfach weiter herstellen. So, nochmal. Das müssen wir jetzt halt ein paar Mal machen. Dass wir dann halt den nächsten Köder herstellen. Wie gesagt, hierfür braucht ihr jetzt auch nicht, seht ihr, braucht ihr jetzt auch kein Premium für die ersten Prozente. Das macht ihr eigentlich ziemlich schnell. Ich drücke jetzt hier immer Leertaste, weil hier steht ja OK drücken zum Leer, für die Leertaste. Einmal OK, dann linke Maustaste. Stellt ihr das nächste her. Bis das halt alle ist. Ihr könnt natürlich auch von diesem Weißbrot, wenn ihr das jetzt nicht so komplett verbrauchen wollt, könnt ihr immer auch noch ein bisschen was von essen. Ne? Also ihr müsst jetzt nicht 4 von 4 Portionen dafür verwenden. Zum Skillen reicht auch zum Beispiel 1 von 4 Portionen. Ne? Stellen wir das jetzt ein paar Mal her. Gucken wir mal das nächste dann. Das nächste ist dann Perlkraupenbrei. Das ist hier zum Beispiel schon wieder interessant. Perlkraupenbrei für Brasse zum Beispiel, halt auch an der alten Festung. Ne? Also Perlkraupenbrei sollte auf jeden Fall unser Ziel sein. Und solange wir jetzt hier immer noch gute Prozente kriegen mit dem Brotteig oder mit dem Brot, machen wir das einfach weiter. Wie gesagt, ich drücke jetzt immer ganz schnell die Leertaste und dann linke Maustaste. Geht das ein bisschen schneller. Braucht man die Maus immer nicht so viel bewegen. Einfach hier unten auf Anfertigen draufbleiben. Ja, jetzt gehen wir das erstmal schön in Ruhe hoch, bis wir hier keinen Brotteig mehr oder kein Brot mehr haben. Ich habe ein bisschen was dafür eingekauft. Machen wir das erstmal. Und dann müssen wir mal gucken, wann wir dann den Perlkraupenbrei freischalten. Und danach kümmern wir uns mal um die Futtermischung. Das ist auch ganz interessant, wie man das am besten hochskillen kann. Wie gesagt, Tee einfach immer, wenn ihr Tee braucht, stellt ihn her, macht euch um die Kochkunst keine Sorgen. Ne, er stellt den Tee her, später den Kaffee. Der Kaffee ist sowieso das allerbeste. Ne, am Anfang ist Tee, weil es halt deutlich günstiger ist und halt auch super hilft. Ne? Und dann halt später den Kaffee und Glühwein könnt ihr zum Beispiel auch nehmen, um das Wohlbefinden hochzumachen. Und ganz wichtig, zeige ich euch nachher nochmal das Herz. Ne? Das Herz geht zum Beispiel runter, wenn ihr zu viel Alkohol trinkt. Ne? Ihr könnt hier in dem Spiel auch eine Alkoholvergiftung bekommen. Ne? Davor sei gewarnt. Also trinkt bloß nicht zu viel Alkohol und vor allem nicht zu viel billigen Alkohol. Weil zum Beispiel so ein, weiß ich, so ein schwarzgebrannter oder so ein billiger Alkohol, der macht halt, da seht ihr halt, dass das Herz runtergeht. Und das Problem ist, wenn das Herz runtergeht, wenn das Herz nämlich runtergeht, dann ist nämlich das Problem, dass eure Energie nie höher geht, wie das Herz ist. Also wenn das Herz auf der Hälfte ist, habt ihr auch maximal immer nur die Hälfte an der Energie. Ne, und das ist natürlich schlecht dann zum Drillen, weil die Energie ist halt auch dafür da, wie weit ihr auswerft. Ne? Ah, bei 10% schalten noch nichts vor, okay. Die Energie ist halt dafür da, ne, wie weit ihr auswerfen könnt, wie schnell ihr den Fisch reinholen könnt, wenn er müde ist und so weiter. Ne?
Auch wieder misslungen. Ich weiß gar nicht, schalten wir es ab 15% frei, den Imperium rein? Schauen. Ein bisschen Brotteig habe ich noch. Ich habe auch noch Kartoffeln. Können wir auch gleich noch herstellen. Kartoffel, seid gewarnt an der alten Festung. Da beißen auch gerne mal die großen Amore drauf, die großen Schuppenkarpfen. Also da müsst ihr vorsichtig sein. Wie viel Brot haben wir noch? Noch 8 Stück. Dann stellen wir auch nochmal her hier. Aber ich glaube, die 15% werden wir nicht ganz schaffen. Wir kriegen zwar bei jedem Mal jetzt, glaube ich, 0,2, ne? Auch schon wieder Misslung. Gucken. Ja, immer noch 0,2. Also da braucht ihr Kartoffelwürfe eigentlich, glaube ich, noch gar nicht. Unbedingt. Obwohl Kartoffelwürfe ist auch ab 0%, glaube ich, ne? Jetzt ist ja Brot alle. So, jetzt gucken wir mal. Guck mal gerade, Kartoffelwürfel ist auch schon. Kartoffelwürfel ist, glaube ich, auch ab 0%. Und Pergraube ab 20 erst. Okay. Dann nochmal buddeln hier nebenbei. Bringt ja auch mal ein paar Prozente. Ja, 0,2. Jetzt müssten wir, glaube ich, schon ein bisschen Tee wieder trinken. Machen wir erstmal die Portionen alle hier. Dass wir wieder buddeln können. Ja, ansonsten, hier brauchen wir jetzt erstmal noch Grillkartoffeln, könnte man herstellen. Oh, können wir eigentlich auch machen. Machen wir eine schöne Grillkartoffel. Die kann man ja auch schön essen. Noch ein paar Grillkartoffeln. Ja, auch nochmal 0. Ach, das ist wieder Kochkunst. Stimmt. Das ist wieder Kochkunst. Stimmt ja. Naja, klar, das ist ja zum Essen. Dann gucken wir mal. Dann machen wir Kartoffelwürfel noch ein paar. Können wir für später auch gebrauchen. Nochmal 0,2. Ja, ab 20 leider erst. Also Pergraubenbrei werden wir heute nicht mehr herstellen können. Ah, jetzt levelt er auch schon gar nicht mehr. Jetzt gab es einmal mal keine 0, jetzt schon noch 0,1. Na, jetzt dauert es natürlich schon ein bisschen länger wieder. Aber die 20% sollten wir auf jeden Fall früher oder später dann auch schaffen. Gut, dann zeige ich euch nochmal die Lebensmittel. Haben wir jetzt auch genügend Kartoffel, jetzt haben wir eigentlich genug hergestellt hier. Jetzt haben wir hier schon, ja, 264 Kartoffelwürfel, 1600 Weißbrot und hier 104 Regenwürmer. Also wir gehen mal zurück. Ich glaube, buddeln können wir noch nicht. Dann gehen wir mal zurück. Befestigung. Sprinten wir mal zurück mit Shift. Dann gucken wir uns zwar um die Futtermischung. Dann zeige ich euch nochmal wegen den Lebensmitteln. Also wenn ihr Lebensmittel kauft, kauft ihr auf jeden Fall an der Festung, wenn sie da verfügbar sind. Ne, das ist halt wirklich das Billigste hier an der Festung. Aber auch nur die Lebensmittel. Angelgeschäft ist natürlich teurer. Ne. Werkzeug ist, glaube ich, weiß gar nicht, ob das genauso teuer ist wie am Langgraben. So, Lebensmittel ist hier hinten. An der Hütte. Und hier könnten wir jetzt zum Beispiel dann Weißbrot einkaufen. Können wir ja nochmal 10 Stück oder 20, ja, da brauchen wir ein bisschen mehr, um das hoch zu skillen. Und hier ist die Packung Tee, ne? Hier ist die Packung Tee, da haben wir jetzt erstmal noch genug. Wie gesagt, eine Packung sind halt 10 Portionen, ne? Das reicht auch erstmal für eine Weile. Und den Kaffee gibt es hier sogar auch. Kaffee, der ist wirklich super. Also der ist wirklich richtig gut. Das ist wirklich das Beste. Also ich benutze auch nur noch Kaffee. Hier Cola zum Beispiel, müsst ihr mal überlegen, ist nur eine Portion und kostet 4 Silber, ne? Oder hier die Monkey Cola, die ist ein bisschen billiger. Ich weiß gar nicht, warum die hier 0,3 und die 0,5 Liter, warum die teurer ist als die. Naja, auf jeden Fall, früher hatten wir mehr Cola getrunken, obwohl das mit Tee deutlich besser ist. So, jetzt kümmern wir uns mal, einmal buddeln können wir noch nicht. Dann kümmern wir uns mal um die Futtermischung. Futtermischung. Also um da hoch zu skillen, kann ich euch mal zeigen, bei der Angelfutterzubereitung hier die Anfangsstufe. Hier seht ihr, was ihr jetzt verwenden könnt. Ihr braucht nur die Basis, also sei es Grieß oder jetzt Zwieback gemahlen. Zwieback gemahlen heißt jetzt nämlich auch anders. Zwieback gemahlen heißt nicht mehr Zwieback gemahlen. Zwieback gemahlen heißt jetzt, kann ich euch zeigen, das heißt jetzt hier nämlich, hier geht ja nämlich auf Futtermischung. Also ihr drückt hier N, dann auf Futtermischung, dann auf hier oben die Futtermischung und dann wählt ihr hier nur die Basis aus. Gemahlener Biskuit. Gemahlener Biskuit ist jetzt nämlich Zwieback gemahlen. Das ist wirklich die billigste Zutat. Den Rest lasst ihr hier einfach frei. Fertigt das an.
Ja. Und dann stellt ihr hier und dann skillt ihr das einfach hoch, Angelfutterzubereitung. So geht's halt am, so geht's halt am schnellsten, bis ihr dann die nächste Stufe freischaltet. Und dann nehmt ihr von der nächsten Stufe wieder die Basis nur. Ne? Und so könnt ihr das halt am schnellsten skillen. Und ich glaube, ab so 40-50% wird es halt echt teuer, wenn ihr das nicht in der Happy Hour macht. Da würde ich euch wirklich empfehlen, nochmal 3 Tage oder so ungefähr. Oder 7 Tage, wenn ihr das mit Köderbeschaffung noch kombinieren wollt. Das denn da in der Happy Hour hoch zu skillen. Also wieder Köderbeschaffung. Könnt ihr auch so, ja, 50-60% und dann wird es nachher echt langwierig ohne Happy Hour. Gucken wir, ob wir die nächste Stufe schon erreichen können. Wie gesagt, ihr könnt das hier trotzdem nehmen zum Angeln. Ja, könnt ihr trotzdem die Futtermischung mit drauf machen in den Futterkorb. Ne? Ein bisschen Wirkung hat es schon, ne? Auch wenn es hier nur Zwieback gemahlen ist. Ja, und so skillt ihr das dann hoch, so ist es halt am billigsten. Ich kann gleich nochmal gucken, wie teuer hier der Zwieback gemahlen war. Der ist hier nämlich, kann ich euch zeigen, hier im normalen Angelgeschäft. Geht ihr hin, jetzt können wir nochmal buddeln. Oh, wieder 0,2. Oh, jetzt haben wir sogar schon Mistwurm und 9 Regenwürmer. Nice. Also ihr könnt ja auch mehr Köder mit einmal ausbuddeln. Müsst halt bloß hier immer gucken. Na, hier könnt ihr jetzt erstmal noch Regenwurm, Mistwurm ausbuddeln. Später habt ihr dann hier noch den Tauwurm und sowas alles. Und wenn ihr jetzt hier einen Punkt reinmacht, also Regenwurm, Mistwurm, Tauwurm, ich glaube, also ne, Mistkäfer, ich weiß gar nicht, ob der Mistkäfer auch dabei ist. Auf jeden Fall die Maikäferlarve, die Maulwurfsgrille und die Nas- und Käferlarve sind auch dabei. Guck mal gerade, was ist hier noch dabei? Nee, ich glaube, das war es auch. Mehr ist hier dabei. Ich kann sein, dass der Mistkäfer noch dabei ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber kann sein, dass der Mistkäfer auch für Schöpfen ist. Und wenn ihr jetzt hier einen Punkt reinmacht, dann skillt ihr automatisch alles, was ihr mit der Schaufel macht. Ne? Also Regenwurm, Mistwurm, Tauwurm, Maikäferlarve, eventuell der Mistkäfer, Maulwurfsgrille, Nashornkäferlarve. Und wenn ihr die Schöpfkelle skillt, dann skillt ihr hier in die Zuckmückenlarve rein. Und mit der Zuckmückenlarve skillt ihr automatisch die Seealge, den Blutegel, die Köcherfliegenlarve, ja, ich denke auch den Mistkäfer, den Schwimmkäfer skillt ihr auch damit. Ich glaube, das war's. Ja, das war's, ja. Jetzt kommt als nächstes hier erstmal der Perlgraupenbrei. So, jetzt gucken wir uns mal an, wo wir hier die Futtermischung kaufen. Dann geht ihr hier oben auf Futtermischung und dann hier auf Basis, ne, und Zwieback gemahlen, seht ihr, gibt es hier nicht mehr. Das ist nämlich der gemahlene Biscuit und der kostet ja auch relativ, der ist relativ günstig. Ne? Da könnt ihr euch gut mit eindecken und dann einfach hier Futtermischung, Futtermischung und dann hier gemahlener Biscuit. Und dann könnt ihr das herstellen. Und so haben wir quasi alle immer geskillt. Einige haben dann halt zum Beispiel Karausche Giebelfutter hergestellt, weil sie dann halt das mal für Karausche Giebel irgendwann genommen haben. Ne? Aber ansonsten, wenn ihr das schnell durchskillen wollt, nur die Basis reinmachen. Wir wollen nochmal gucken, ab wann die nächste Stufe ist. Die ab 5, ich glaube, die wird erst ab 10% sein. Ich glaube, ab 5 ist die noch nicht. Finden wir aber gleich raus. Jetzt sind wir gleich bei 5. Ja, die ersten Prozente gehen halt immer relativ schnell. Später dauert das natürlich dann immer länger. Also je höher ihr in den Prozenten kommt, desto länger dauert das und desto, ja, kostenspieliger wird es dann auch. Ich glaube, ab 10% haben wir das nächste. Gucken wir, ob wir das noch schaffen. Kann ich euch das nämlich nochmal zeigen. Wie viel habe ich jetzt hier noch? 49. Sollte eigentlich passen. Machen wir aber 0,2 jetzt hier. Dieser Kochkunst, da braucht ihr euch noch überhaupt keine Gedanken machen. Das ist momentan nicht so wahnsinnig interessant, das hochzuskillen. Da ist Futtermischung, Köderbeschaffung schon deutlich interessanter.
da lohnt sich das eher, die Happy Hour zu nutzen für, beziehungsweise das Geld zu investieren. Angelfutterzubereitung braucht ihr nachher auch für PVA, für die Trockenmischung, für die Futtermischung, zum Anfüttern. Und das ist halt sehr interessant, weil die Fische, ne, wenn ihr die richtige Futterzubereitung habt, sie beißen halt mehr Fische und halt lockt halt auch ein bisschen größere Fische an. Fischpopulation wird dadurch erhöht. Mal gucken, ob wir die 10% noch schaffen hier. Viel ist es nicht mehr. Wir schon bei 8,9. Wie gesagt, so teuer war das jetzt hier auch nicht. Ich glaube, 150, 200 Silber habe ich jetzt insgesamt für das ganze Zeug jetzt hier ausgegeben. Und jetzt seid ihr schon gleich bei 10%. Und dann gucken wir, was wir dann schon herstellen können. So, jetzt noch einmal, glaube ich. Ne, hat noch nicht ganz gereicht. Ich gucke gerade nochmal. Angelfutterzubereitung Stufe 2 ab 15%. Ab Stufe 2 ist dann halt auch hier Perlgraupen, Mischfutter, Weizen, Käse, Ei, Milchsahne, Lebertran. Das wäre, glaube ich, denn hier unten. Das kann man schon von Anfang an. Nee. Man braucht ja die Zutaten, genau. Man braucht ja die Zutaten. Ne? Ja, wie gesagt, das soll es dann erstmal gewesen sein. Wir buddeln hier nochmal einmal. Jetzt haben wir auf jeden Fall das schon gut erhöht. Jetzt haben wir hier Kochkunst ein bisschen hochgemacht, Köderbeschaffung auf 13,8, Angelfutterzubereitung bei 10,1. Und wie gesagt, wenn ihr hier Stufe 2 erreicht habt, nehmt ihr hier die Perlgraupen oder das Mischfutter vom Bauern. Aber ich glaube, die Perlgraupen sind, glaube ich, ein bisschen billiger. Müssen wir gucken, was billiger ist und dann einfach mit der Basis weiter skillen. Genauso denn hier Stufe 3, dann die Haferflocken und dann immer so weiter, ne? Erbsen gemahlen, bis ihr dann hier durch seid. Alles klar. Nochmal als Info, das PVA hier unten, ne? Hier steht zwar jetzt PVA-Netzverwendung. Ihr könnt zwar dann das PVA herstellen, aber benutzen könnt ihr das erst, wenn ihr hier beim Grundfischen Handhabung des PVAs habt. Also erst ab 100%. Vorher könnt ihr auf jeden Fall das PVA nicht nutzen, auch wenn ihr es hergestellt habt, ne? Das nochmal als Info. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Underwaterfink. Tschüss.